heute machen wir spanisch-mexikanische Käsesonne. Falls ihr euch fragt, wo die Käsesonne ist, wir hatten so großen Hunger und sie sah so lecker aus, dass wir sie aufgegessen haben und vergessen haben, das Intro zu machen. Also, falls ihr sehen wollt, wie lecker sie war und wie wir sie gemacht haben, schaut euch das Video an. Es wird verdammt lecker. Für unsere spanische Käsesonne, oder eigentlich ist es ja eine spanisch-mexikanische Käsesonne, haben wir spanische Würste. Die gibt es im Moment überall zu kaufen. Das sind Chorizos, die sind schon so fertig. Die grillen wir kurz an. Damit sie die Schärfe verlieren. Wir wollen die nachher draußen rummachen. Das heißt, wir werden sie nachher noch durchschneiden. Wir trennen sie jetzt schon mal durch. Die sind vorgebrüht. Das heißt, wie bei anderen vorgebrühten auch, kann man die ruhig mal so rautenförmig anschneiden. Ne, so. Raute! Wir machen heute Kreuze. Dann machen wir von beiden Seiten. Die sind ziemlich klein, deswegen kriegen sie 3 Striche. Wow. Man sieht es nicht. Ja. Aber wenn wir sie grillen, wird man sehen, wir grillen sie nämlich genau von der Seite. Aber wir haben zweimal die Seiten. Wir wenden doch. Also, das sollten wir auch als erstes machen, bevor wir die Käsesonne zusammenbauen, weil wir müssen die ja einbauen in die Käsesonne. Möchtest du auch Würstchen einschneiden? Ja, aber mit meinem Messer. Wo ist mein Messer? Hast du das? Okay. Also hast du mitbekommen, ne? Dreimal schräg in die andere Richtung und schon hast du wunderschöne Rauten. Das sind Kreuze. Wenn du da hinguckst, da siehst du die Rauten. Das sind Fischgräten. Wie nennst du Fischgräten? Mann, ey. Hast du mitbekommen? Guck mal, warte, bevor du das jetzt machst. Du hast eine Unterseite, eine Oberseite und du hast Seiten. Du machst die Seiten. Seiten, einschneiden, 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 einschneiden. Vorne, zwar, hinten, guck mal, ich mach nur ganz locker, ne? Du hast auch ein ganz schön scharfes Messer. Du auch. Nein. Ist das die Seite? Ja, du sollst ja nur ein bisschen die Haut einschneiden. So, die grillen wir jetzt kurz von beiden Seiten 2 Minuten an, damit sie ein bisschen Röster rumkriegen. Und das war's dann schon, den Rest ziehen sie nachher in der Sonne mit. Die nehmen sie mal aus der Flamme raus, die haben ja genug an noch. Die verlieren viel Fett, weil sie ja viel Fett drin haben. So. Die haben echt viel Fett verloren. Also, die haben natürlich viel Fett, das heißt, wenn man sie aufschneidet, verlieren sie noch mehr Fett. Das tritt dann halt schnell aus, das war auch der Sinn dabei. Die sehen aber genauso aus, wie ich sie wollte. Die haben halt ein bisschen Röster rumbekommen. Wir werden die gleich halbieren. Dann kümmern wir uns mal um den Blätterteig. Ich weiß noch nicht, ob wir ein oder zwei Blätterteig brauchen. Eigentlich wollte ich das mit 2 machen, aber wir haben nur einen 26er. Blech. Wir müssen mal gucken, wie voll das ist. So, wir drehen das mal um. Wir wollen das Backpapier gar nicht nutzen, groß. Jawohl. Zack, so drauf. Backpapier abziehen. Ich. Okay, nee, du kannst das an der nächsten machen. Jetzt schneidest du einen Kreis drumherum. Genau so, wie es da ist. Ja. Ein bisschen ran kannst du lassen, ein bisschen mehr. Viel trinken beim Grillen, wenn es warm ist. Ich habe schon viel getrunken. Ich schneide es hier so ab. Oder? Mhm. Ich finde, das ist gut geworden. Das ist der erste. Wir gucken mal, wenn wir soweit sind, ob wir den zweiten noch nehmen. Dann wollten wir eigentlich einen Kamm, wer da rund ist. Aber mein Vater hat leider den falschen gekauft. Wir haben den Ecken gekauft, das wird viel lustiger, weil das ist so ein Puzzlespiel. Wenn man das mit Kindern macht, ist das immer gut. Man packt einen Kamm mehr aus und packt ihn nur in die Mitte. Ist auch total umweltfreundlich, wenn alle einzeln eingepackt sind. Nein. Aber ich habe beschlossen, wir werden nur einen Blätterteig nehmen. Okay. Aus Platzgründen. Aber das mit dem Puzzle, das ist wahr. Also eigentlich besser dafür geeignet ist eine 28er Tortenboden. Aber man nimmt ja, was man hat. Guck mal, wir haben einen ganzen, wir haben keine 8 Stücke. So. So, ne? So. Oh, total toll. Aber er ist nicht in der Mitte. Und damit das nachher lecker ist. Der ist immer noch nicht in der Mitte.
Immer noch nicht. Wir haben den noch ein bisschen mit Kräutern versehen. Wir werden den ein bisschen leckerer machen. Wir werden ein paar Kräuter drauf geben. Willst du probieren? Hey. Also, wir nehmen Kräuterbutter. Vom Beef Buddy, um das noch ein bisschen zu würzen. Sehr schön. Jetzt geben wir einfach drauf. Und wenn das nachher flüssig wird, reiben wir es ein. Okay. Jetzt nimmst du dein Messer. Ich mache dir die ersten zwei vor. Du gehst von oben, also von unten, einmal so rüber. Zack. Gleich machst du auf der anderen Seite. Aha. Und das da und da noch. Und dann nochmal mittig. Hier. Ja. Dann die inzwischen schon kälter gewordenen Würstchen nehmen und halbieren. Ich freue mich auf später, da kommt noch was Leckeres dazu. Dann nimmst du das Würstchen und drehst das. Drehst? Bis der Teig ganz schön hässlich aussieht. Das liegt daran, dass da ziemlich viel rotes Zeug drin ist. Du drehst ihn so ran. Und wie sollen wir das später dann essen? Nachher, wenn es aufgebacken ist, kannst du es abreißen. Das Blätterteig. Stimmt. Ich gebe dir das Stückchen. Ich finde den gut. Mhm. Einen schöner Preis kriegen wir wahrscheinlich nicht für unsere. Aber die wird nachher so lecker sein. So. So war es gut. Eine Lücke. So, jetzt haben wir vier Würstchen. Und drei sind übergeblieben. Nicht mittig. Mittig. Bevor wir jetzt die anderen Sachen zubereiten, tun wir das schon mal drauf. Das kommt jetzt für 20 Minuten in den indirekten Bereich einfach hingestellt. Die Würstchen grillen wir mal durch, oder tun sie auch mal indirekt hinlegen, dann sind sie auch durch, und auch dazu essen. Weißt du was? Nein. Wir packen die ein. Was? Wir packen die ein. Ja, und in was? In Blätterteig wäre eine coole Idee. Schau mal raus. Aber das ist doch viel zu viel Blätterteig. Den anderen Blätterteig machen wir morgen was Leckeres draus. Was denn? Wir sind nicht da. Morgen Abend. Und was? Das verrate ich dir nicht. Also, pass auf, jetzt machen wir. Wir machen das so ab. So ab. Du schmierst rum. Nein. Du schmierst. Nein. Und so. Du schmierst. Jetzt haben wir totale Streifen, ne? Und dann nehmen wir die so. Ja, ich hab's gerafft. Echt? Ja. Und haben eine Rolle. Und tun die in den indirekten Bereich. Damit der Blätterteig noch auch schön ist, kleben wir den noch ein bisschen mit Eigelb ein und schmieren dabei nicht so doll rum. So, und die da oben auch ein bisschen Eigelb drauf. Leckeren Sesam oben drauf, der dann auch ein bisschen angeröstet wird. Yummy! Und da auch. Die Nachos soll ja noch ein bisschen was kriegen, also die sollen eine Tomate kriegen und eine halbe Avocado sollte reichen. Ich habe zwei Stück gekauft und als ich sie gekauft habe, sah die noch gut aus. Wann hast du sie denn gekauft? Gestern. Wir gucken mal nach, ob die nur am Stiel trocken geworden ist. Hoffentlich. Und wie immer habe ich zwei gekauft, um eine nicht so tolle zu haben. Und eine hoffentlich gute. Oh mein Gott, Papa. Und eine gute. Und eine gute. Willst du die klein schneiden? Ich nehme die Schale ab. Dann mache ich schon mal die Tomate. Auch da reicht, glaube ich, eine halbe Tomate. Unser Tomaten-Avocado-Salz. Das geben wir gleich mit drüber, sobald wir die Nachos grillen. Also mit dazu tun. Das heißt, das tun wir in die eine Schale. Und die Frühlingszwiebel, die tun wir nachher frisch drauf. Das kommt also nicht in eine Schale.
Okay, das haben wir fertig. Dann fehlt nur noch, wir schneiden unten die Zwiebel ab und tun sie gleich wieder, pflanzen wir ein, dann kriegen wir bald wieder eine neue. Die brauchst, kannst du einfach so reinstecken. Habe ich vom Markus. Danke, Markus. Wir haben schon ganz viele damit gemacht. Ja. Echt? Ja, hier stehen sie alle Make-up. Da stehen überall Frühlingszwiebeln. Oh, ich will das nächste Mal eine rauszupfen. Ja. Schneiden wir ein bisschen klein. Und wenn das noch nicht genug grün ist, die eine Hälfte davon werden wir noch mit Jalapenos versehen. Seine Hälfte. Und zwar eine ganz kleine Hälfte. Ja, die Hälfte. Nein. Ja, die Hälfte der Hälfte, gut. Nee, meine Hälfte. Die Hälfte. Nein. Die Hälfte der Hälfte. Ja, nicht. Und die anderen werden wir mit unserem Chipotlinger Turbo versehen. Ich nehme die Jalapeno-Hälfte. Jetzt noch fast 5 Minuten. Das heißt, wir machen auf und probieren mal die Nachos. So, die Nachos kommen. Einfach so locker drumherum. Wie gesagt, mit einer 28er Form geht das wesentlich besser. Es werden nachher bestimmt einige in den Grill fallen. Ja, zum Beispiel die. Aber ich hoffe mal einfach, nachher werden wir noch ein paar auf dem Brett legen. Wir wollen einfach nur so ein paar schon mal mit Käse versehen. Okay. Warte, gucken wir mal die Seite noch mal später mal. So, einfach so ein bisschen drüber, ne? Dann kommt noch ein bisschen Cheddar drüber. Natürlich, wenn die Käse noch nicht genug ist, ne? Schick. Klappe zu und noch mal 5 Minuten ziehen lassen. Das heißt, wir sind bald fertig. Weiter, weil der direkt noch so ein paar, ne, so für Gäste, die vorbeikommen, auch mal einen punkten wollen. So, dann ein bisschen Grünzeug, damit es schön aussieht. Und auf Grün stehen immer alle. Dann ein paar Jalapenos auf die eine Seite. Und schon ist unsere spanische, mexikanische Käsesonne fertig. Okay, dann lass uns mal gucken, wie es schmeckt. Ich nehme hier so einen mit ordentlich Käse und allem drum und dran. Den kann ich ja schon so essen. Wir wollten den probieren. Oh. Wie kann man, warte, die kann man mit einem Messer, mit einem spitzen Messer so nach hinten machen. Und dann hat man die so offen. Dann sind natürlich die Kräuter, die wir drauf getan haben, gar nicht mehr drin. Dann gebe ich dir mal ein Würstchen. Da ist ein Würstchen für dich. Da ist ein Würstchen für mich. Der Käse ist wunderbar geworden. Mhm. Dann, pass auf, ist heiß, ne? So, jetzt ziehen wir mal hier so ein Ding raus mit einem. Also wenn ihr Lust habt auf einen schönen Kinoabend mit Nachos, mit Würstchen, mit Käse, macht die spanisch-mexikanische Käsesonne. Soll ich dich noch fragen, wie es dir schmeckt? Oder? Nein. Nee, weiß ich eh, ne? Weiß ich eh schon. Wie findest du es? Super. War mir klar. Einfach nur richtig lecker. Hm.
Nein, stopp, wir sagen jetzt erst Tschüss und dann erstmal drin. So lecker. Ja. Also, wenn ihr mal eine Käsesonne machen wollt, macht eine leckere mit leckeren Würstchen. Und ich nehme jetzt eine Ecke. Macht eine mit leckeren Nachos. Lecker. Yummy. Die Ecken sind so lecker. Himmlisch. Also, ich dachte zuerst, mit dem Camembert, mit den einzelnen Stücken, ist nicht so gut. Besser. Das Gute ist, er schon vorgeschnitten. Ihr braucht ihn nicht schneiden. Wenn natürlich eure Tochter die Haut wegzieht, habt ihr natürlich keinen Wand mehr. Und wenn ihr jetzt die Würste wegnimmt, läuft der weg. Aber, hey! Wir können nochmal die anderen holen, die sind ja auch fertig. Auch schön geworden. Was natürlich so ist, bei den Würstchen, die haben viel Fett, also entweder grillt ihr die ein bisschen länger, dass das Fett rausläuft am Anfang. Oder ihr habt dann überall so ein leichtes Rot dabei. Das stört aber nicht, das ist ja lecker. Ja. Verabschieden! Die Videos sind so kurz und das ist so lecker. Runter! Okay, wir gehen jetzt einen Film gucken. Dafür sind die ja. Wir gehen jetzt rein. Unsere Serie. Ja, oder unsere Serie. Und genießen dazu unsere Nachos. Und ihr? Solltet die mal nachmachen, dann wisst ihr, wie gut die ist. Und in diesem Sinne verabschieden wir uns jetzt. Also, wenn euch das Video gefallen hat und ihr sagt, boah, so eine Sonne muss ich auch unbedingt mal haben, dann abonniert uns, vielleicht findet ihr noch ein paar tolle Sachen. Lasst uns, aktiviert die Glocke. Das Abonnieren ist übrigens total kostenfrei. Los. Kostenlos. ihr könnt uns bei Instagram, Facebook oder Twitter folgen, da schreiben wir auch gerne mit euch ein bisschen. Das war's, ne? Wir sind raus. Ihr wart bei Data and Dad's Sizzle Zone. Ist das Feuer groß?